hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In dem Video geht es um Bash. Und zwar habe ich die Bash ein wenig optimiert, wie man vielleicht hier erkennen kann. Sobald ich die Bash starte, wird mir zum Beispiel das aktuelle Datum angezeigt. Ach, fangen wir mal ganz oben an. Die nette Bash vom Tuxer optimiert. Das ist ein kleiner Begrüßungstext. Aktuelle Datum wird angezeigt. Die Kalenderwoche passend zum Datum. Und die in dem Fall am 12. März 2023 um 8.39 Uhr Kalenderwoche 11. So, und dann habe ich noch ein paar Alias hinzugefügt. Und zwar sind das jetzt hier die Namen, die man eingeben kann. Fangen wir mal oben an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eingebe Rechner. So, die wichtigsten elementaren Dinge werden mir jetzt hier sofort angezeigt. Dass ich jetzt hier ein Ubuntu 22.04 Point Release 2 zum Beispiel habe. Codename Yummy. Kernel 6.1. Meine lokale IP-Adresse. Und in welcher Shell ich mich befinde, weil ich ja mehrere Shells drauf habe, unter anderem auch die Fish. So, hier wäre ganz kurz der Zukunftstuxer, und zwar ist mir beim Schneiden des Videos etwas aufgefallen. Und zwar habe ich ja gesagt, wenn man Bash eingibt, dass man die Bash neu startet. Das ist so nicht ganz richtig. Man startet im Endeffekt eine neue Instanz von Bash. Wenn man jetzt zum Beispiel Exit eingibt, müsste ja eigentlich jetzt das Terminalfenster geschlossen werden. Da ich ja jetzt eine zweite Bash gestartet habe, ist jetzt nur die erste Bash beendet. Jetzt gebe ich nochmal Exit ein und jetzt ist das Terminalfenster geschlossen. Es gibt einen anderen Befehl, wenn man wirklich die reine Bash nochmal neu starten möchte, dann muss man Folgendes eingeben, und zwar search --backlash.bashrc. Und jetzt wäre die Bash neu gestartet. Wenn ich jetzt Exit eingebe, ist dementsprechend dann auch das Fenster geschlossen. Nur so eine kleine Randnotiz, damit alles seine Richtigkeit hat. Und zurück zum Startbild kommt man immer über Bash. Dann wird die Bash praktisch nochmal neu gestartet. Dann hat man auch sofort die aktuelle Uhrzeit. Sagen wir mal, jetzt werden jetzt 10 Minuten vergangen. Dann gebe ich einfach nochmal Bash ein. Und dann habe ich dementsprechend dann die neue Uhrzeit parat. So, was haben wir noch? Ab könnte ich mal auslösen. Ab beinhaltet nämlich sudo up-get install updates. Also mit up werden einfach die Updates aktualisiert, also die Paketliste. Da steckt im Endeffekt sudo up-update hinter. Sieht man ja schon so an der Optik, was jetzt passiert. Und gleichzeitig wird auch sudo upgrade ausgelöst. Ich scrolle hier nochmal eben hier hoch. Also bis hierhin wäre sudo update fertig. Und dann kommt noch so ein kleiner Hinweistext. Auch dass der ganze Block so ein bisschen so voneinander getrennt ist. Paket-Updates ist fertig. Nun kommt das Upgrade. Und dann kommt die berühmte Frage wieder, ob ich das aktualisieren möchte. Aber selbstverständlich, einfach Enter drücken und dann fluppt das. So, über Bash haben wir gesagt, kommen wir zurück zur Startseite. Und jetzt haben wir auch jetzt hier die aktuelle Uhrzeit, 8.42 Uhr. Und mit Up 2 kann ich die Paketlisten oder beziehungsweise die Pakete von Flatpak aktualisieren. Mal gucken, was er mir jetzt hier sagt. Ich denke mal, da wird es nicht so viel geben, weil ich auch gar nicht so viel Flatpaks drauf habe. Gehen wir mal wieder zurück zum Startbildschirm. Und dann könnten wir nochmal DB eingeben. Mit DB wird das Inhaltsverzeichnis von der Festplatte aktualisiert. Ich muss natürlich darauf achten, dass in dem Fall DB ich groß schreibe. Das habe ich so festgelegt. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Das geht ruckzuck. Lass das jetzt auch in Echtzeit mal so drin. Und wenn ich jetzt etwas suchen möchte, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, mit dem Befehl nach einer Datei zu suchen. Ich gebe einfach mal ein locate-i und dann sagen wir mal einfach mal Sternchen.jpg. Und ruckzuck schmeißt er mir jetzt alle JPEGs raus. Und wie man sieht, das ist jede Menge. Und das Ganze wurde jetzt innerhalb von Sekunden, wird das jetzt ausgespuckt. Also das sind, keine Ahnung, ich sage einfach mal irgendeine Zahl, 5000 Bilder oder vielleicht sogar noch mehr.
und die werden jetzt innerhalb von einer Sekunde werden die ausgespuckt. Man kann natürlich als auch jetzt hier drüber suchen, das können wir mal zum Vergleich sagen, wenn ich jetzt hier eingebe, Sternchen.jpg, dann sieht man schon, Rödel, 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 die Suche läuft und bis dann die ersten Treffer kommen, der Rechner rödelt sich jetzt hier auch einen ab, er wird immer lauter. Ja, und irgendwann findet er halt eben nun mal auch dementsprechend dann die ganzen Bilder. Wäre eigentlich im Endeffekt genau das Gleiche, nur der Vorgang, der dauert natürlich wesentlich länger als das Ganze über die Konsole. Bedingung ist natürlich, ich gehe nochmal zur Startseite, dass man vorher einmal die Suche aktualisiert mit diesem Befehl db, da steckt hinter sudo update db. Man kann das natürlich auch so eingeben, ne? Da kommt genau das Gleiche bei rum. Wie gesagt, es dauert ein paar Sekunden und dann ist das Ganze aktualisiert. So, und dann wäre noch ein Befehl QIV. Ein QIV ist ein Bildbetrachter. Das habe ich einfach nur mal so als Gedächtnisstütze hingepackt. Hier fehlt eigentlich noch Ranger und LFM, weil das nämlich auch drei Programme sind, die ich ganz gerne unter Bash benutze. Ich kann ja ganz kurz zeigen, es ist nichts Besonderes, aber unheimlich hilfreich, so im Alltagsgeschäft, sag ich mal. Wenn ich jetzt hier mir ein Bild anschauen möchte, ich kann ja mal ganz kurz gucken, was jetzt hier drin ist. Irgendein Bildschirmfoto, ich gebe einfach mal ein QIV und dann den Bildname, Bildschirmfoto. Natürlich ist es blöd, dass alle die gleichen Namen haben. Und dann kann ich mir dann hier drüber dementsprechend dann auch Fotos anschauen. So, am einfachsten konfiguriert man die Bash über die Konfigurationsdatei .bashrc. Die findet man im Home-Verzeichnis. Einfach mal STRG H drücken. Und hier wäre die Bash-RC. Ich habe mir von der Original-Bash, habe ich mir mal so mehrere Kopien gemacht. Ob man das braucht oder nicht, weiß ich nicht. Und zwar habe ich die Bash insofern konfiguriert, ich habe eigentlich den ganzen Text so gelassen, wie es ist. Und die eigentliche offizielle Bash endet, so muss ich mal eben kurz schauen, wo die endet. Hier, bei Tuxas Begrüßung. Also bis hierhin, nach oben hin ist alles original. Und ich habe einfach unten drunter meine Bash-Erweiterung gepackt. Und hier sieht man nochmal, was die ganzen Alias auslösen. Wie zum Beispiel Alias ab. Einmal clear, dass ich einen sauberen Bildschirm habe. Echo, vergeben Sie Ihr Passwort, um ein Update durchzuführen, also ein Text. Und dann wird halt eben dementsprechend das alles jetzt hier ausgelöst. Ein Update und ein Upgrade. Und bei Flatpak dementsprechend wird das hier ausgelöst. Das ist der Hauptbefehl, sudo Flatpak Update. So, und bei db dann einfach sudo update db. Genau, das wäre der Alias dann dazu. Und so werde ich jetzt nach und nach das Ganze noch ein bisschen erweitern. Und genau, ich habe gesagt, ich möchte ganz gerne noch den Ranger dabei packen. Und LFM. Ich sollte auch Ranger richtig schreiben. Ranger. Vielleicht kann ich mir dafür auch noch ein Kürzel einfallen lassen. Das könnten wir eigentlich mal eben machen. LFM. Ich teste mal eben, geht LFM auch so? Ich speichere das jetzt schon mal eben ab. Kann man LFM auch so starten? Ja, LFM, machen das wieder auch wieder aus. Ja, QIV ist eigentlich auch schon ein recht kurzer Kürzel. Und Ranger, lasse ich so aus. So. Da werde ich jetzt wohl auch nicht viel dran verändern. Gut, ich speichere das jetzt so ab. Ich starte die Bash nochmal neu. Machen wir einfach ein bisschen schön, alles ein bisschen größer. So, wo sind wir stehen geblieben? Genau, bei QIV. Und Ranger wäre auch ein wunderschöner Dateibrowser für den Laptop, für die Bash. Hier kann man halt eben dementsprechend mit den Pfeiltasten kann man das sehr gut bedienen. Wenn man nach links geht, geht man zurück ins Root-Verzeichnis. Und nach rechts kann man sich dann dementsprechend dann hier so weiter hineinhangeln. Ich fange mal ganz vorne an. Man hat ja immer drei Spalten, hier wäre eine Spalte, hier ist eine und hier ist eine. Und mit den Pfeiltasten ist man eigentlich immer in der Mitte
und kann dann dementsprechend damit rauf und runter dann hier durchs Dateisystem sich hangeln. Am meisten Sinn mache ich das vielleicht im Zaumverzeichnis. Jetzt bin ich hier in der Mitte. Hier gibt es nur einen Ordner, weil nur ein Benutzer angelegt ist. Dann gehe ich nochmal nach rechts und dann wäre ich in meiner Home-Struktur. Ich könnte hier nochmal Bilder aufrufen. Und jetzt gehe ich nochmal ein nach rechts und kann dann dementsprechend mir hier die Bilder anschauen. Das Schöne dabei ist, hier werden auch noch so ein paar Tagsinformationen werden hier angezeigt. Geht sogar noch weiter nach unten, aber hier sind natürlich 1000 Millionen Informationen drin. Und das kann man hier alles ablesen. Ja, wenn man sich das angucken will, einfach Enter drücken. Dann schauen wir uns mal das nächste Bild an. Ja, genau, das war ja mein Ursprungsbild. Und da habe ich dann einfach mein Tux draufgelegt. So ist dieses Bild zum Beispiel entstanden. Und was auch ganz schön ist, wenn man jetzt hier auf den Ordner geht, dann sieht man sofort rechts, was ist da überhaupt drin, ohne dort hineingehen zu müssen, sage ich mal. Ne? Ja, er hat auch eine sehr gute Vorschaufunktion, was zum Beispiel jetzt auch Textdateien angeht. Wenn ich jetzt zum Beispiel STRG H drücke, sehe ich auch die unsichtbaren oder versteckten Dateien und kann mir hier drüber zum Beispiel auch die Config-Dateien anschauen. Oder was zum Beispiel jetzt für heute interessant wäre, wäre die .bash. Und wenn ich dann noch einmal nach rechts gehe, kann ich das dann auch sofort bearbeiten. Das finde ich auch sehr gut. Im Home-Verzeichnis kann ich es dann dementsprechend auch sofort abspeichern. Das können wir mal ganz kurz machen. Ich gebe hier einfach mal einen Kommentar ein. Test. Steuerung O. Steuerung Enter. Dann wird das jetzt auch abgespeichert. Und beenden ganz klassisch mit Steuerung X. Und dann wäre man auch dementsprechend wieder im Ranger drin. Und ich starte dann nochmal ganz kurz LFM. Das ist auch ein sehr schöner Dateibrowser. Sieht zwar optisch schöner aus, aber ich finde, der ist nicht ganz so komfortabel. Der hat nicht ganz so viele Funktionen. Zum Bilder betrachten ist der wiederum besser, weil man dann den Steuerungstasten dann auch nach rechts und links zappen kann. Also dafür benutze ich den ganz gerne. Aber wenn man jetzt Konfigurationsdateien bearbeiten möchte, ist der jetzt nicht ganz so gut. Wenn ich jetzt STRG H drücke, sehe ich dann auch die versteckten Dateien. Ups. Achso, genau. Hier, Bash RC. Ich drücke Enter. Und dann bin ich, glaube ich, nur in LESS drin. Also ich kann mir das zwar anschauen, kann das aber nicht bearbeiten. Mit Q komme ich wieder raus. Und wenn ich das jetzt bearbeiten möchte, weiß ich nicht so ganz genau, wie das funktioniert. Ob man das noch einstellen kann im Ranger. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Mit Tab kommt man auf jeden Fall an, in die andere Struktur hinein. Ich drücke nochmal STRG H, damit die versteckten Dateien weg sind. Auf .. kommt man dann irgendwann auch ins Root-Verzeichnis. Ja, und kann dann dementsprechend dann hier sein Unwesen treiben. Und ein bisschen hin und her wuseln. Und jetzt noch so ein paar kleine Bash-Tricks, nenne ich es einfach mal, was man so mit der Bash noch machen kann. Ich klebe mal eben den Bildschirm. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Programm aufrufen will, kann man das ja ganz normal jetzt einfach eingeben, Firefox, und dann öffnet sich jetzt hier ein Programm. Dann hat man natürlich das Problem, dass das Terminalfenster an dem Firefox gebunden ist. Man kann zwar ganz normal jetzt hier rumseppen und alles bedienen und alles IPA, alles gut und schön, nur das Fenster klebt jetzt hier dran. Man kann natürlich alternativ noch ein neues Terminalfenster aufrufen, aber man hat vielleicht auch die Möglichkeit, über STRG Z das Fenster zu lösen und dann dementsprechend ganz normal jetzt hier seine Einträge vornehmen und weiterarbeiten. Das Problem an der Aktion ist es nur, jetzt ist das Fenster hier eingefroren, jetzt kann ich hier nichts machen. Ich kann hier links vor drauf klicken und dann kommt sofort eine Fehlermeldung. Und deswegen macht das keinen Sinn. Und wenn ich das Fenster jetzt schließe, ist natürlich dementsprechend auch der Firefox weg. So,
Was kann man dagegen tun? Man kann zum Beispiel jetzt sagen, Firefox und Exit. Ups, ich sollte auch und schreiben. Und Exit. Was passiert dann? Ich hoffe, man sieht's. Zack, dann ist das Terminalfenster weg. Es ist auch nicht minimiert, es ist richtig geschlossen. Und man kann dann dementsprechend dann hier ganz normal den Browser dann auch benutzen, wie man es halt eben so tut. Das wäre eine Möglichkeit. Was kann man noch machen? Man kann auch von vornherein ein Fenster in den Hintergrund schicken über Bash. Und zwar mit dem Befehl, mit nohup. Nohup schreibt man natürlich mit P und nicht mit B. Das wollen wir mal eben korrigieren. Ich kann es dementsprechend jetzt hier ganz normal benutzen. Man kann das Terminalfenster auch schließen. Und das Fenster bleibt so, wie es ist. Das ist natürlich, wenn man das Ganze über ein Shell-Skript starten möchte, wäre das vielleicht interessant. Wenn man nicht jetzt die ganze Zeit das blöde Terminalfenster aufbleibt, sondern will dann nur das nackte Programm starten. Das wäre vielleicht nochmal ein nützlicher Befehl. Man kann auch hergehen und sagen, ich brauche jetzt gedit und Firefox. Dann wird nach und nach werden dann dementsprechend beide Programme dann halt eben gestartet. Nachteil hier dran ist natürlich auch wieder, sind beide Fenster weg. Oder man setzt hier hinter einfach ein und exit. Dann hat man genau das gleiche. Man hat beide Fenster nach wie vor offen und das Terminalfenster ist geschlossen. Was kann man noch machen? Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt ein Fenster geöffnet hat, bleiben wir ruhig mal bei gedit, natürlich mit gedit. Man kann jetzt hier mit Steuerung Z hier rausgehen. So, jetzt kann ich hier drin aber nichts bearbeiten. Und wenn man trotzdem da drin etwas bearbeiten will, kann man über BG, kann man das wieder im Vordergrund schicken. Und jetzt kann ich jetzt hier auch ganz normal bearbeiten. Nur das Terminalfenster ist immer noch an gedit gebunden, beziehungsweise umgekehrt, gedit ist am Terminalfenster gebunden. Und wenn ich jetzt rausgehe, kann ich mal ganz kurz machen, Terminalfenster schließe, ist beides wieder weg. Ich mache das Ganze nochmal. Gedit, Steuerung Z. So, und über Exit kann ich mich jetzt quasi dann auch wiederum lösen. Jetzt zeigt er mir sogar an, 1, das ist jetzt der Prozess 1. Ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt den Firefox hier drüber auch öffne, könnte ich jetzt machen. Mache ich mal ein bisschen zur Seite, drücke wieder Steuerung Z. Jetzt gebe ich nochmal BG ein und jetzt löse ich mich quasi von dem zweiten Prozess. Also Firefox hat Prozess Nummer 2, weil ich als zweites angesteuert habe, und gedit hat Prozess 1 und kann dementsprechend dann hier auch ganz normal tun, was ich tun will. Wenn ich jetzt Exit eingebe, dann könnte ich mich in dem Sinne wieder von dem Fenster lösen. Dann gibt es noch die Option WinControl. Man eingibt WinControl -K. Ich glaube, das war -on. Ich mache nochmal ein anderes Fenster auf. Dann kann man auch alle Fenster minimieren. Dann war das ohne Minus. Genau, dann war das so. Jetzt sind alle Fenster minimiert. Und wie man sieht, sie sind ja nicht verschwunden, sie sind nicht geschlossen, sie sind nur minimiert. Machen wir ganz normal. Zack, Wände wieder weg. Dann kann man zum Beispiel auch zwischen einzelnen Desktop hin und her switchen. Wenn ich jetzt eingebe WinControl-S. Ich möchte zu Desktop Nummer 3. Man achte mal hier oben auf die Punkte, das wären meine 4 Desktops. Ganz hübsch. Dann switch er zu Desktop
3 nach seiner Zählung. Also er zählt irgendwie ein bisschen anders. Nach meiner Zählung wäre das Desktop 4. Das muss man einfach nur wissen, dass 3 in dem Fall 4 ist. Und wenn ich jetzt 2 eingebe, wäre ich dann hier. Und bei 1 wäre ich da. Und wenn ich 4 eingebe, dann passiert nichts, weil auf 4 bin ich nämlich nach seiner Zählung von Wind Control. So, was haben wir denn noch für schöne Spielereien? Wenn man jetzt zum Beispiel dann einfach eingibt Wind Control, Wind Control minus R und dann den Namen G-Edit. G-Edit, wups, ich muss natürlich auch richtig schreiben, ohne Leerzeichen. Dann bin ich sofort im aktiven Fenster, ohne mit der Maus hier drauf zu klicken, weil ich mache das nochmal eben zurück. Jetzt bin ich hier im aktiven Fenster und kann dann sofort eintippen. Ist manchmal ganz hilfreich, wenn man über die Bash mehrere Fenster aufruft, kann man dementsprechend dann das aktive Fenster sofort gestalten. Und mit dem Befehl WinControl-C geedit, C steht für Close. Was passiert dann da? Oh Wunder, das Fenster wird geschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!